Damen und Herren, heute vergeben wir den wohl wichtigsten Preis der gesamten Film- und Serienwelt. Nein, wir reden nicht von den Oscars und auch nicht von der Goldenen Himbeere. Wen interessiert das schon? Herzlich willkommen zu unserer Gegenveranstaltung, den Ronnies 2024. Dem ersten Preis für die okaysten Filme des Jahres. Mit unserem Award möchten wir all die Filme und Serien des vergangenen Jahres auszeichnen, die nur so okay waren. Ihr kennt es. Filme, die ihr am ehesten mit einer 6 oder vielleicht auch einer 7 von 10 bewerten würdet, je nach Tageslaune. Genau diese Filme möchten wir ehren. Wir verleihen heute Preise in den Kategorien okayste Performance, okaystes Franchise, okayste Serie und okayster Film. Außerdem gibt es, wie jedes Jahr, den Sonderpreis, den Sonderpreis unserer Community. Wir sind hier, um das Mittelmaß zu feiern. Und all die Werke, die vielleicht keine Begeisterung ausgelöst, aber uns ein Nicken abgerungen haben. In einer Welt, die ständig nach Extremen strebt, nehmen wir uns die Zeit, die hohe Kunst des Zufriedenstellens zu würdigen. Damit ein herzliches Willkommen zu den Ronnies 2024 hier auf Cinema Strikes Back. Wir beginnen mit einem Höhepunkt, denn jede Kategorie bei den Ronnies ist ein Höhepunkt. In der Kategorie Okayste Performance ehren wir jene Darsteller und Darstellerinnen, die uns auf eine Reise mitgenommen haben. Vielleicht ging es nicht in ferne Galaxien und spektakuläre Zeiten, aber zumindest von der Couch bis zum Kühlschrank und zurück. Diese Helden und Heldinnen erinnern uns daran, dass es okay ist, okay zu sein in einer Welt, die immer mehr von uns abverlangt. Die nominierten Schauspieler und Schauspielerinnen sind Rosario Dawson für ihre stoische Ruhe und unspektakuläre Arbeit in der Star Wars-Serie Ahsoka. Jenna Ortega, die für eine hohe siebenstellige Summe in Scream 6 das Notwendige tut, aber mehr auch nicht. Jamie Dornan für seine Rolle als Kriegsversehrter in Kenneth Branaghs A Haunting in Venice. Eine Figur, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Chris Pratt, der in Guardians of the Galaxy 3 als Star-Lord in den Hintergrund gerät. Und Michael Douglas, dessen Ant-Man-Film Quantumania zwar auf ganzer Linie enttäuschte, aber immerhin spielte Michael Douglas Michael Douglas. Und okayer geht's nicht. All diese Menschen haben so tolle Leistungen in anderen Filmen und Serien abgeliefert, aber der Ronnie für die okayste Performance des Jahres 2023 geht an Rosario Dawson, Ahsoka. Wir gratulieren. Was sagst du dazu, Lenny? Mit der gleichen Hautfarbe wie Donald Trump hat sich Rosario Dawson als Ahsoka in unsere Herzen aber nicht unbedingt ins Gedächtnis gespielt. Ihre sehr ruhige und beinahe emotionslose Art kommt zwar sehr nah an die Ahsoka aus Star Wars Rebels heran, aber trotzdem irritiert es etwas, wenn sie auf jede Nachricht oder Situation mit dem immer gleichen lustlosen Gesichtsausdruck reagiert. Dafür gibt es zu Recht einen Ronnie. Aber eins müssen wir kurz festhalten, niemand verschränkt so epochal die Arme wie sie. Das hätte definitiv mehr als einen Ronnie verdient. Die okaysten Franchises des Jahres meistern die Kunst des ganz nett Seins und zelebrieren den Gedanken, das hätte deutlich schlimmer werden können. Mit der Kategorie okaystes Franchise ehren wir die Beständigkeit und die Zuverlässigkeit, mit der uns so mancher Großkonzern zu unterhalten weiß. Wir loben die seltene Fähigkeit, uns weder in Tiefen der Verzweiflung noch zur Ekstase zu führen, sondern uns in der gemütlichen Mitte der Komfortzone zu halten. Welches Franchise bietet uns das filmgewordene Butterbrot? Die Nominierten heißen Star Wars. Wir gratulieren Lucasfilm und Disney. Zwar mag die aktuelle Staffel von The Bad Batch begeistern, doch lieferte man mit The Mandalorian und Ahsoka Serien ab, die selten bis nie die Höhen erreichten, für die Star Wars berühmt ist. Black Mirror. Früher genial, heute ein reines Qualitätsseilspringen, da man nie weiß, ob man nun geistreiche Science-Fiction erhält oder einen inhaltlichen Rohrkrepierer. Fortsetzung. Ja, die nächsten Nominierten mögen keine Franchises im engeren Sinne sein, doch wollten wir auch die Filme ehren, die im nicht enden wollenden Sequel-Wahn durch unsere Kinos ziehen. Filme wie Saw und Fast X, Equalizer 3 oder Scream 6. Liebe. Ja, die Liebe. Filme wie Wo die Lüge hinfällt, No Hard Feelings oder Love at First Sight zeigten uns, wie mittelmäßig Liebe auf der Leinwand sein kann. Und zu guter Letzt Produktverfilmungen. Produktfilme sind das neue Biopic.
Ein neues Unternehmen muss sich wider aller Umstände gegen ewig Gestrige durchsetzen. Dieses Produkt kann ein echter Gegenstand sein oder auch ein Videospiel. Wir sprechen von Filmen wie Air, Gran Turismo, Tetris oder Flamin' Hot. So viele verschiedene Filme und dennoch kann es nur einen Sieger geben. Und dieser Sieger ist... natürlich die Produktfilme. Xenia, was hältst du davon? Produktverfilmungen waren letztes Jahr ziemlich big. Im besten Fall waren sie okay gut, im schlimmsten Fall okay mies. Und dabei hatten sie alle fast denselben Plot. Denken wir mal kurz drüber nach. So eine kleine Firma, die sich auf dem Markt gegen so riesige Giganten durchsetzen muss. Ich finde, das wirkt alles wie so eine 0815-Produktion. Egal ob jetzt Tetris oder Blackberry oder Air. Ich finde, sie haben den Ronnie als okayestes Franchise auf jeden Fall verdient. Ich wende mich jetzt an die Verantwortlichen. Ich kann 80er-Jahre-Schnauzbärte oder diese billige Werbung einfach nicht mehr sehen. Damit kommen wir zu unserem ersten außerplanmäßigen Event. Wie jedes Jahr möchten wir einen Preis fürs Lebenswerk aushändigen. Damit ehren wir nicht nur einen Film, eine Szene oder einen Moment, sondern eine ganze Karriere. Eine Karriere, die den schnellen Pizzadienst um die Ecke repräsentiert, der von indisch bis mexikanisch alles im Angebot hat und doch immer gleich schmeckt. Eine Karriere, von der man immer genau weiß, was man bekommt. Heute ehren wir einen Mann, der sich nie das Ziel gesetzt hat, besonders gut zu sein, was seine schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Und dennoch hat seine filmische Präsenz schon immer die Schlagzeilen dominiert. Wir sprechen von einem Mann mit 400 Millionen Followern auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch, Dwayne The Rock Johnson. Du bietest uns nie zu viel, aber auch nie zu wenig. Man weiß immer genau, was man bekommt, wenn man deinen Namen auf dem Filmplakat sieht. Du bist Actionheld, Comedian, Abenteurer, Lebensretter und Familienmann. Meistens im Dschungel. In allen Filmen bist du witzig, immer sympathisch und bietest die richtigen Momente fürs Herz. Der sanfte Riese in Person. Warum sollte man sich mit dem Besten begnügen, wenn man auch das Zweitbeste haben kann? Wir wissen nicht, ob sich die Schöpfer und Schöpferinnen der folgenden Serien diese Frage gestellt haben. Doch in einer Welt voller Berge und Täler ist ein Okay manchmal genau das, was wir brauchen. Serien entführen uns in fremde Welten und liefern uns tolle Figuren. Doch manchmal reicht es eben nur für ein... geht schon in Ordnung. Folgende Serien sind für die Ronnies 2024 nominiert. Die Gabe. Eine Serie über Mädchen, die eine Gabe entwickeln. Eine Adaption, die nie so gut war wie das Buch, auf dem sie basieren. Ted Lasso Staffel 3. Waren die ersten beiden Staffeln der Serie über den liebenswürdigen Fußballtrainer noch herzzerreißend und berührend, hat die dritte Staffel letzten Endes den Bogen überspannt oder den Fußball aus dem Stadion geschossen. Ahsoka, ja, erneut eine Star Wars Serie. Wer hätte das gedacht, außer allen. Die Simpsons. Nach über 35 Jahren und einer langen, langen Durststrecke können die neuen Staffeln immerhin mal wieder unterhalten. Zumindest einige Folgen. Jerks Staffel 5. Auch wenn wir große Fans dieser Fremdscham-Unterhaltung sind, ist die fünfte Staffel über die beiden Freunde Christian und Fari lange nicht so gelungen wie die Staffeln zuvor. Aber okay, in der deutschen Unterhaltung ist ja sowas wie ein Meisterwerk in der deutschen Unterhaltung. Wir danken natürlich allen Nominierten für die vielen Stunden der okayen Unterhaltung. Der diesjährige Ronnie für die okayste Serie des Jahres 2023 geht aber an... ach, immer diese Briefumschläge, die lassen sich so schwer öffnen. Ted Lasso Staffel 3. Das wird für viele eine Majestätsbeleidigung sein. Aber wie siehst du das, Jonas? Ted Lasso ist eine Feelgood-Serie durch und durch. Aber gerade in der dritten und finalen Staffel hat sich die Serie so ein bisschen ins Abseits gedribbelt. Es gab kaum Spannung mehr, wenig Konflikte und das hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Auch wenn man sich die ganze Zeit gefühlt hat, als wäre man in eine warme Kuscheldecke eingewickelt. Und deshalb gehe ich vollkommen damit klar, dass Ted Lasso dieses Jahr die okayste Serie ist. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass ihr überhaupt erst eingeschaltet habt zu den diesjährigen Ronnies. Wir sind Cinema Strikes Back, der Filmkanal auf YouTube. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet.
dann verpasst ihr auch nächstes Jahr die Ronnies 2025 nicht. Wir freuen uns nämlich jedes Jahr auf unseren Filmpreis und veranstalten ihn nun zum dritten Mal. Diesen Preis haben wir auch ins Leben gerufen, um unser ewiges Idol zu ehren, Ron Howard. Ein hochgradig talentierter Regisseur, eine echte Koryphäe, ein einzigartiger Filmemacher. Er hat so viele kraftvolle Filme gemacht, von Apollo 13 bis Rush. Wie kaum ein zweiter weiß er aber auch Filme zu machen, die zumindest okay sind. Auch seine Tochter Bryce Dallas Howard hat sich mittlerweile in der Film- und Serienbranche einen Namen gemacht. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin. Ihr widmen wir daher unseren Sonderpreis der Community, den Sonderpreis der Community. Auf unserem Instagram-Account @cinemastrikesback haben wir euch, unserer Community, die Möglichkeit gegeben, eine Stimme abzugeben. Was war für euch das okayste Film- oder Serienwerk des Jahres? Ihr habt zahlreich abgestimmt und es gab viele, viele interessante Picks. Der Titel Napoleon fiel oft, genauso aber auch The Creator, Ahsoka und Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Auch The Flash und The Marvels wurden häufig genannt. Superheldenfilme waren dieses Jahr der Okay-Garant. Der meiner Meinung nach bekloppteste Pick war aber sicherlich The Holdovers? Danke auch an die Person, die Cinema Strikes Back hineingeschrieben hat. Wir fühlen uns geschmeichelt. Kommen wir ohne Umschweife zum Sieger. Welchen Film oder welche Serie hat unsere Community als das okayste Werk des vergangenen Jahres gewählt? Der Sieger ist... Oh! Barbie! Was für eine Überraschung! Marius, was halten wir davon? Hurra! Das Volk hat entschieden, der okayste Film des Jahres ist Greta Gerwigs Film über eine Plastikpuppe, die in die harte Realität unserer Welt geworfen wird. Barbie. Kaum ein Spielzeug schreit so sehr Kommerz wie dieses von Mattel. Was hätte dieser Film alles werden können? Ein neuer G.I. Joe, ein neuer He-Man. Aber Gerwig hat es geschafft, zusammen mit Margot Robbie und Ryan Gosling einen Film ins Kino zu bringen, der uns den Spiegel vorhält, Männern als auch Frauen. Barbie unterhält und kann uns Selbstreflexion näherbringen. Greta Gerwig hatte die Wahl, Kommerz oder Kritik, und ihre Entscheidung ist in Ordnung, geradezu okay. Und deswegen hat sich die Community von Cinema Strikes Back dazu entschieden, diesem Film, nämlich Barbie, den Sonderpreis 2024 zu verleihen. Vielen Dank für eure Stimmen. Die diesjährigen Ronnies neigen sich dem Ende zu, aber wir können den Abend nicht ohne das Highlight der Highlights beenden. Oder, wie es zu den Ronnies passen würde, dem Midlight der Midlights, dem okaysten Film des Jahres. Viele denken ja, das Wort okay könne man nicht steigern. Dem möchten wir 8 Filme entgegenstellen, die das Wort okay repräsentieren, und zwar besser als eine mediumkalte Cola. Wer also geht dieses Jahr mit dem goldenen Ronnie nach Hause? Was war der okayste Film des Jahres 2023? Die 8 Nominierten heißen The Killer, David Finchers nur bedingt überzeugendes Werk über einen Auftragsmörder mit viel zu vielen und uninteressanten Gedankengängen. Gran Turismo, der Film über die GT Academy, die Videospielrennfahrer zu echten Rennfahrern macht. Eine Idee für einen Direct-to-DVD-Film. No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence, die mit ihren weiblichen Vorzügen einen introvertierten Teenager aus der Reserve lockt. Indiana Jones 5 und das Rad des Schicksals, das 5. Indie-Abenteuer, das von manchen gehasst, von den meisten aber auch als ganz okay empfunden wird, mit einem irren Twist, nach dem nie jemand gefragt hat. Air, der Produktfilm über die Schöpfungsgeschichte der legendären Schuhe von Nike. Ein Film wie für ApoRed gemacht. Tetris, über die Schöpfung des berühmtesten Videospiels aller Zeiten, der, warum auch immer, nicht aus der Sicht des Spieleerfinders erzählt wird. The Creator, der Science-Fiction-Film, der besser aussah als jeder andere Film, dessen Drehbuch aber wirkte, als hätte das ein Anfänger geschrieben. Und A Haunting in Venice, die mittlerweile 3. Kenneth Branagh-Verfilmung der Agatha Christie-Romane. Diesmal geht's immerhin an echte Sets in Venedig auf diesem Planeten. Wer wird den großen Hauptpreis mit nach Hause nehmen? Der goldene Ronnie 2024 für den okaysten Film des Jahres 2023. Die große Ehre, das Glanzstück unseres Preises, geht an
Air. Wer hätte das gedacht? Gratulation zum goldenen Ronny des Jahres. Air dürfte für viele überraschend sein, wo Air wahrscheinlich der Film ist, den die wenigsten gesehen haben dürften. Der Film von und mit Ben Affleck, der auf ganzer Linie okay war. Wir gratulieren dem Produktfilm des Jahres und sind gespannt, welche Art von Film auf Biopic und Produktfilm folgen und von Hollywood noch zu Tode exerziert wird. Schaltet nächstes Jahr wieder ein bei den Ronnies. Seid ihr mit den diesjährigen Preisträgern ganz und gar nicht einverstanden? Habt ihr euch die Ronnies 2024 anders vorgestellt? Dann schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare, aber bleibt bitte zivilisiert. Und checkt mal bitte andere Videos aus, zum Beispiel auf dem Funknetzwerk von den Datteltätern, Der Pitch. Ein Kurzfilm, so würde ich ihn nennen, der sehr viel besser ist als nur okay. Genauso wie der Film Dune Part 2. Wir haben eine äußerst lange Kritik dazu veröffentlicht. Checkt das gerne mal aus. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Eibär.